Und natürlich frage ich mich, was mache ich denn jetzt? Nur eine innere Leere umfängt mich. Und ich muss mal kurz auf die Karte gucken, womit sie diese innere Leere denn füllen können. Hier ist aber auch sehr viel äußere Leere. Guck mal, was wir hier noch alles gar nicht entdeckt haben. Ist ja krank, Alter. Ich glaube, ich mache mal so ein bisschen durch die Landschaft heizen, oder? Wo wollen wir denn hin, ist die Frage. Wir können hier noch ein Stockcar-Rennen fahren. Oder Flugzeugrennen. Oder inaktives Geländerennen. Wieso denn inaktiv? Ein Seerennen. Da können wir Yoga machen. Weißt du was? Ich habe Bock auf ein Seerennen. Da fahre ich jetzt mal hin. Denn schließlich waren wir schon lange nicht mehr auf See. Also gucken wir da mal hin. Das Auto könnte auch ruhig intensiver beschleunigen. Da hätte ich gar nicht mal was dagegen. Hä, wieso bremst der denn gerade da? Bremst der zum Spaß irgendwo? Shit! Autsch! Ein eingehender Anruf? Who's this? It's Antonia Bettino. You know, the girl who nearly attended her own funeral out at Polito Bay? Ah, how could I forget? My dad wanted to make sure you were looked after. Now there's some money being wired to your account right now. Ooh. Now I gotta get off the line. Thank you again. Ah, das finde ich ja nett. Boah, 60.000 Dollar. Das finde ich ja geil. Ich hätte ihr natürlich auch quasi für umsonst geholfen, weil ich ein netter Kerl bin. Aber dann noch 60.000 Dollar zu kriegen, finde ich natürlich recht knorke. Ich bin dafür. Dankeschön. Da soll mal einer noch was gegen die Mafia sagen. Die haben mir gerade Geld überwiesen. Von daher finde ich das voll gut. Hey, dein Auto sieht schneller aus als meins. Was soll das denn? Steck die Knarre weg. So. Ich leih mir mal kurz deinen Wagen. Alles in Ordnung. Du kannst dafür meinen haben. Ist das nicht ein netter Tausch? Das ist doch fair, oder? Wenn ihr dafür meinen kriegt. Und yeah, der hat eine bessere Beschleunigung als meiner. Sehr gut. Mehr wollte ich ja gar nicht. Ich nehme die Abkürzung, das fällt. Ach, das funktioniert sogar. Ich dachte, ich würde dort sterben. Ich will doch nur ein Seerennen fahren. Ob es auch Seeungeheuer gibt bei dem Seerennen? Das wäre nur logisch. Oh, da stehen Leute am Straßenrand. Oh, ich habe nicht die Straße weitergehen. Ah, da sind wir wieder auf der richtigen Strecke. Geht doch. Was? Wie bitte? Was ist denn hier los? Stop! Someone, please! Ich bin noch hier. Can you please give me a ride? I can't do it. I can't marry him. Okay, calm down. Das ist eine Braut, die aus der Kirche gerannt kommt. Just get me out of here, please. I live in Vinewood Hills, Kimball Hill Drive. Okay. Oh God, thank you so much. I was starting to think nobody was going to stop. People see a girl screaming in a wedding dress and they assume crazy. He's the crazy one, not me. Talk about anger issues. No, I couldn't go through with it. I'm not ready. Oh my God, no! I think that's him. He's coming after me. Was? Leave me alone! I'm done with you! Ja, nicht, oder? Get me away from him, please! I can't go back there! Schon okay, ich gebe Gas. Taking it too well. Ich gebe Gas. I never want to see you or your mother again! Dich oder deine Mutter? Okay. Ich muss sagen, dass die ein kleines Problem in der Beziehung war. So, Hauptsache ich werde den Wahnsinnigen hinter mir los. Na, das ist ja eine geile Story, ey. Sammle ich eine Braut auf, die vor ihrer Hochzeit flieht aus der Kirche und jetzt werde ich noch von dem Bräutigam verfolgt. Meine Güte. Es wird nie langweilig hier. Wird nie langweilig. Habt ihr das Reh gesehen? Majestätisch. Da stehen die Leute rum und gucken sich die Steinschlagschutzmauer an. So, jetzt muss ich den Kerl noch langsam mal abhängen. Okay. Oh Gott, this is a nightmare. Ah, ja, das glaube ich dir. Das für mich ist das auch ein Albtraum. Who the hell do you think you are? Oh no! Ah, er ist ausgestiegen. Tschüss. It's over. There's nothing you can do about it.
So, jetzt hängen wir ihn definitiv ab, weil er nicht mehr im Auto sitzt. Nichts wie weg. Now please take me home. I can't wait to get out of this stupid dress. Okay, kein Problem. Don't worry. I ain't the guy who's gonna try to sell you on the joys of marriage. Trust me. Was denn? Du bist doch auch richtig verheiratet. Based on the short time I've spent with the two of you so far, I think you're making the right decision. I should never have let it go this far. Oh God, what's my dad going to say? He spent 10 grand just on ice sculptures for the reception. We had Alter. These cute little cell phone covers made with our photo on them. It was going to be so fabulous. Ah, no doubt. Everyone loves personalized wedding swag. Oh God, I hope they don't make me give back the gifts. Ugh, whatever. Anything to be rid of him. And at least I lost all that weight. What did you even see in that guy? On paper, he was perfect. Rich, successful, the big car, the house in Vinewood Hills. And he was nice to me sometimes, after the rages. I thought I could change him. Are you married? Barely. Ich glaub, ich setz dich lieber mal ab. Thank you so much. You saved me from the worst decision of my life. Ja, bitteschön. Keine Ursache. Ich verhindere gerne, dass Menschen zusammen glücklich sind. Obwohl ihr zwei, ihr wart nicht glücklich. Von daher ist es vielleicht besser, wenn ihr nicht heiratet. Entschuldigung, ich wollte hier nur ein bisschen rumfahren. Ja, die zwei waren offenbar nicht füreinander geschaffen. Von daher tut mir das auch ehrlich gesagt nicht leid mit der abgebrochenen Hochzeit. Die waren einfach nur, die waren im Eimer. Die passten das Ding einfach nicht. Aus welchem Grund auch immer die heiraten wollten, das war der falsche. Oh, guck mal, ein Cabrio. Du meinst mein Auto. Nicht dein Auto, sondern meins. Möchte der Beifahrer nicht aussteigen? Oder ist er bewusstlos? Achso, ich wollte noch, ja. So, ist mein Seerennen noch aktuell? Da will ich immer noch hin. Guck mal die Abkürzung hier. Ah, das ist ja super. Hervorragend. Das war wirklich deutlich kürzer, die Strecke. Na toll. Gerade ein neues Auto geklaut, schon ist der Hinterreifen blockiert. Ich habe ein Kaninchen erwischt. Warte. Ja, ja. Nehme ich halt dein Cabriolet. Ist überhaupt kein Problem. Ich bin da sehr flexibel. Ja, ja, das ist sehr, sehr bad. So, hoffentlich ist das jetzt das Auto, das mich zu meinem Seerennen bringt. Irgendeins muss es ja mal schaffen. Ich habe ihn gesehen und bin trotzdem voll reingefahren. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Muss der Selbsterhaltungstrieb gewesen sein. Oh, Kaninchen, Kaninchen. Oh, ich hab's doch erwischt. Ich bin halt ein Tierfreund. So, vielleicht mal auf der richtigen Seite der Straße fahren. Das könnte helfen. Was hupen die mich alle an? Ist hier irgendwo ein Blitzer? Die wollen mich auf den Blitzer aufmerksam machen, oder? For fuck's sake, da hast du mal recht. Jetzt fahr halt zu. Meine Güte. Blockieren die mir noch hier die Straße? Nur weil ich ein bisschen in die Reihen reinramme wie ein Wahnsinniger. Dann müssen die ja nicht gleich ausrasten. Ich will schließlich ein Seerennen fahren. Das ist wichtig. Ah, die Ansicht gefällt mir. So kann man gut steuern. Oh, ich glaube, ihr habt da was erwischt. Man kann doch einfach so. Oh, das ist eine schöne cinematische Perspektive. Man sieht natürlich nur nicht, wenn was vor einem auftaucht. So wie jetzt. Dich gleich waren, Junge. Oh, das war echt ein Versehen. So, wo ist mein Rennen? Auf dem Highway müssten wir eigentlich ruckzuck da sein. Geht der ratzfatz hier. Guck dir den geilen Windpark da an. Das ist halt San Andreas. Da sind die mit der alternativen Energie schon weit voraus. Die haben wir natürlich auch Wind, da können die natürlich von profitieren. Bei uns haben wir natürlich keinen Wind, da geht sowas nicht.
Und da natürlich hier die Radar-Laserschüsseln, die dienen natürlich auch der Energiegewinnung. Die schießen Energie direkt ins Weltall, damit Außerirdische auch was davon haben. Finde ich ganz super. So, und jetzt natürlich die obligatorische Frage. Sind wir bald da? Muss mal Pipi. Schon lange kein Auto mehr gerammt. Was stimmt nicht mit mir? Ah, da vorne müssen wir abbiegen. Ich sehe es schon auf der Minikarte. Dann sind wir gleich am Ziel. Wenn wir abbiegen müssen, sind wir gleich am Ziel. Beschränkter Bahnübergang, sehr gut. Das ist für die Sicherheit. Nur noch 900 Meter, wir haben es tatsächlich gleich geschafft. Ach gut, ja, diese hübsche alte Stahlbrücke an hier, die ist ja auch cool. So, jetzt heizen wir bis zum Ende der Pampa hier. Nur um an so einem doofen Rennen teilzunehmen. Ah, ich hätte da abbiegen müssen. Ah, da zum Leuchtturm muss ich hin. Cool. Ich mag Leuchttürme ja. Das sind Türme, die leuchten. Finde ich super. Allein das Konzept muss man nicht mal reinziehen. Platz da. So. Oh, da stand ein alter Trecker. Hier im Carport wahrscheinlich parken erstmal. Warte. Oh, da bin ich ein Stück zu weit gefahren. Kleines Stück zu weit. Yep. Ein kleines Stück zu weit. Aber die Kiste schwimmt noch. Ich bin erstaunt. Können wir am Boden weiterfahren? Nee, Motor ist abgesoffen. Schade. Egal. Wir tauchen dann einfach mal auf. So. Und der Leuchtturm. Können wir auf den Leuchtturm rauf? Das wäre ja mal cool. Da gibt es bestimmt eine geile Aussicht. Warte, das muss ich mir reinziehen. Das Seerennen wartet ja sicher auf uns. Ja, ich steige gleich auf den Sea Shark an der Startlinie, nachdem ich hier... Fällt er voll auf die Fresse, der Trottel. Ich meine, natürlich falle ich voll auf die Fresse. Ich Trottel. Natürlich auch ein guter Weg, hier hochzukommen über so eine frei hängende Treppe da. Oh, was haben wir da? So ein Schnipsel? Schnipsel gesammelt, 2 von 50. Jetzt haben wir schon 2 von diesen Briefschnipseln. Und ich weiß immer noch nicht genau, was wir damit anfangen sollen. Wir müssen alle finden. So wie Pokémon. So, nein, da dürfen wir nicht rein. Hm. Na gut, dann kann ich auch ebenso gut am Rennen teilnehmen. Ich dachte, du machst einen Kopfsprung, du Dorsch. Lässt er sich da einfach fallen und jodelt wie Tarzan. So, hier, da willst du rauf. Drücke E, um teilzunehmen. Und wie? Ach, gerade eben standen da noch 3. Jetzt sind es schon 8. Mit mir. Vollgas. Oha, ganz schöner Sprung. Muss aufpassen, wenn ich irgendwo ins Gebälk fliege. So. Oh, ich habe sie schon abgehängt. Das war mal ein hervorragender Start, oder? Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht richtig in die Kurven lege. Jetzt fahr halt dadurch den Kontrollpunkt. Shit, ist voll Zeit verloren, weil da ein Kontrollpunkt vorbeigeflogen ist. Haha, aber jetzt sind die über mich rübergeflogen und ich bin auf der richtigen Strecke. Nee, 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 nee. Ah, hier kann man richtig Gas geben. In den Kurven muss man immer aufpassen. Da kann man leicht aus der Kurve fliegen mit den Teilen. Und dann das Ziel verfehlen. Und das ist natürlich fatal. Dann hast du das Ganze schon so gut wie verloren. Und lieber vorsichtig navigieren mit dem Teil. Siehst du, da wäre ich schon fast wieder vorbeigeflogen. Jetzt dreh halt ein. Uah, bin ich wieder so nah dran. Geht weg. Ich will nicht, dass die nahen nicht rankommen. Ich will einen riesen Vorsprung gewinnen. Natürlich auch die Wellen sind so ein Problem, weil die heben einen immer schön hoch. Und in der Luft ist natürlich schlecht steuern.
Und jetzt schon wieder. Hoffentlich bin ich gleich im Ziel. Das ist ja nervenaufreibend. Durchschen wir die Motoren hinter mir. Wie komme ich mal näher? Wir müssen ein Ziel einfahren. Komm schon. Shit, 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 shit. Ich höre sie hinter mir. Sie kommen immer näher. Sie wollen mich essen. Glaube ich jedenfalls. Ah, wir sind gleich im Ziel. Jetzt bloß keine Scheiße mehr bauen. Bloß keine Scheiße. Oh, das wäre fast scheiße gewesen. Wenn ich da in die Boje reingebrettert wäre. Erster Platz, Nordostküste. 2,16, ah, nicht schlecht. Weltrekord natürlich 98 Hundertstel. Ein bisschen langsam für den Weltrekord, oder? Ich hatte da mehr erhofft, muss ich ehrlich sagen. So, und jetzt hauen die alle ab. Wo wollt ihr denn hin? Ich dachte, wir machen noch ein bisschen Party am Strand oder so. Weg sind sie. Da oben kann man noch Yoga machen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Da muss man hier wieder an Land, ja? Sehe ich das richtig? Ich weiß nicht warum, aber ich habe Bock, da Yoga zu machen. Wahrscheinlich nur, weil man es kann. So, da kann man an Land, oder? Das sieht doch gut aus. Das sieht doch schön flach aus, den kann man schön... Oh, fuck. Da war ein größerer Fels, der hat mir das Rückgrat zerschmettert. Okay. Das passiert ab und zu, da darf man sich nicht von entmutigen lassen. Wir sind jetzt auf dem Weg dazu, Yoga zu machen. Ich wollte gerade ernsthaft hier ein paar Pflanzen einsammeln, weil ich gerade The Witcher spiele. Und da man... Ja, okay. Egal. Hey du, ich will dein Auto. Bleib stehen. Gib mir dein Auto. Bleib stehen. Ich will das Auto. Mist. Ah, da ist noch ein Auto. Hey du, komm mal her. Gib mir dein Auto. Brauch unbedingt dein Auto. Das leihe ich mir kurz aus. Das kriegst du auch garantiert nie wieder. Ich will dich ja nicht verletzen. Ich will nur dein Auto. Alter, was eine lahme Kiste. So, was zeigt mir denn der Dings jetzt an? Ach so, da und dann da hoch. So funktioniert das. Kann ich nicht hier da den Weg oder so nehmen? Ich guck mal. Ich will Yoga machen. Ich will Yoga machen. Oh, das war eine ganze Rinde. Eine ganze Herde. Ganze Rinde? Ja, ich habe gerade eine Hirschrinde überfahren. Eine ganze Familie, wollte ich sagen. Oh, too close! Hä? Das war doch überhaupt gar nicht so eng. So. Guck mal, hier geht auch so ein Wanderweg ab da unten. Guck doch mal. Hier, Wanderweg. Den nehme ich doch. Das ist doch viel besser, als hinten über die gammelige Straße zu fahren. Ich habe schließlich auch Geländewagen. Dann kann man ja wohl hier durchs... Das ist ja kein Wanderweg. Das ist ein Flusslauf, was heißt Fluss? Ein Bach, Schmelzwasser oder wie auch immer. Regenwasser. Mir egal, ich will hoch auf den Gipfel und will da Yoga machen. So. Ach, guck mal, hier zelten die Leute. Ah, ihr habt's ja schön hier mit euren Zelten und so. Und Lagerfeuer habt ihr auch gemacht. Das ist ja allerliebst hier. Ich guck mir das alles mal ganz genau an. Will dann aber auch nicht weiter stören. Ich fahr dann am besten gleich weiter. Was für ein robustes Zelt ist das denn? Ich habe mir gerade ernsthaft das Licht am Zelt kaputt gefahren. Naja, egal. Ich muss hier rauf. War schön, eure Bekanntschaft zu machen. Nette Camper sind das hier. Guck, da läuft noch einer. Ganz nette Gesellen. Finde ich sehr sympathisch. Dem winke ich nochmal, wenn ich vorbeifahre. Hallo. Hallo. Ich glaube, die Steigung wird langsam ein bisschen viel für mein Auto. Das klingt sehr nach Steinschlag. Ah ja, hier ist der Weg schön markiert auch. Hier rauf. Ja, ich folge am besten mal dem Weg. Der ist doch extra dafür gemacht, dass man hier lang fährt. Oha, oha. Hier ist Serpentine angesagt. Enge Kurve. Vorsichtig.
Oh. Oh, jetzt hat sich mein Auto umgedreht. Warum das denn? Hör doch auf damit, Auto. Habe ich dir gesagt, dass du dich umdrehen sollst? Ich glaube nicht. So, hier können wir, glaube ich, ein bisschen über die Wiese abkürzen. Ein bisschen über das Wiesel abkürzen. Ah, wir nähern uns dem Ziel. Hallo, du sollst da rauffahren. Fahr doch da. Oh. Oha, oha. Nicht zu weit runter. Muss nur auf den Weg zurück. Auf dem Weg, da geht das, glaube ich, in der Steigung. Ja, ja, das funktioniert doch alles sehr, sehr gut. Das ist ein hervorragendes Auto. Dafür würde ich glatt Werbung machen. Kommt man sehr gut auf die Berge rauf. Und guck dir mal das Mondlicht hier an. Das ist ja romantisch direkt. So. Und hier oben ist der Gipfel. Das ist ja wohl der Gipfel. Ah, hier kann man auch parken. Das finde ich sehr gut. Ganz hervorragend.